Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout. Wir kommen in die Tür rein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Wir machen mal Licht an. So viele Pfeile sie hier sind, kann das doch nur eine beschissene Falle sein. Warum leuchtet das hier so grün? Oh, lecker. Ich habe mehr als genug Dunkelheit erlebt. Das glaube ich auch. Eine? Warum? Okay, gut, so viel können die nicht. Warum habe ich jetzt... Sei vorsichtig. Gewalttätige Auseinandersetzungen können immer noch Zeitlupe. Verletzungen zur Folge haben. Das, ja, das hast du gut erkannt. Sind die noch welche? Nee, ne? Gut, den Glaskug brauchen wir nicht. Ich will doch irgendwo einen Geschützturm im Hintergrund. Oh. Oha, wo führt die denn hin, die Falle? Stolperdraht. Und da wäre was passiert? Nettes Fragezeichen. Was hätte denn der Stolperdraht ausgelöst? Nur das Licht oder was? Krass, wer treibt denn hier meine Spielchen mit mir? Seine Spielchen mit mir. Interessant. Ich glaube, ich muss weiter vorsichtig bleiben. Böse Falle hier. Warum ist denn spooky, was? Sei vorsichtig. 1, 2, 3, 4. One way. Schnell speichern. Aha. What the fuck? Knopf drücken. Aha. So ein cooles Labyrinth. Ist das denn hier? Oh, what the fuck? Wo? Was ist das denn? Was geht denn hier ab? Das mit dem Feuer hat mir gar nicht gefallen. Dead End Room. Wieder ein Fragezeichen. Da will ich aber gerne rein. Moment, dann können wir hier nochmal durch. Du musst dafür sorgen, dass du nicht so viel Strahlung absorbierst. Ja, ich weiß. Nein, 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 pass auf. Das machen wir anders. Ey, das reizt mich jetzt hier, ne? Das finde ich ja voll geil hier. Radix, Strahlung wieder strengen. So, ein Rad Array können wir danach nehmen. Ein gemütliches Kissen. Alles klar. So, raus hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja echt... Das ist ja voll cool hier. Das ist echt, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Absolut geil. Das muss man hinlassen. Die haben Ideen. Die haben echt Ideen. Was auch immer das... Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen. Vier Flammen waren. Ich dachte erst, die kommen hier durch. Hier ist gleich ein Geschützturm in der Nähe. Sehr nett. Irgendwas hat hier wieder ausgelöst. Oh, hab ich mich verjagt, ey, dieses Klingeln. Wo ist eine Lampe? Boy, voll das Labyrinth. One way, one way. Oh, ist das krass. Erwidere das Feuer. Hast du kurz Zeit für mich, Monsieur? Ja. Ist alles in Ordnung? Alles in allem? Nein. Ist es nicht. Ich habe während unserer bisherigen Reisen eine Menge Arbeit in das Sammeln von Informationen gesteckt. Okay. Meine Selbstdiagnose ist zu einem finsteren Ergebnis gekommen. Mein wissenschaftlicher Fortschritt wird nicht durch Mangel an Daten oder Zusammenarbeit gedämpft. Die unausweichliche Wahrheit ist, dass es noch nie einen großen Roboterwissenschaftler gab. Wie Roboterwissenschaftler? Roboter können fantastische Dinge tun. Und sie haben auch sicher der Wissenschaft geholfen. Ich bin sicher, deine Forschung ist nicht so schlecht. Wo liegt das Problem? Roboter können fantastische Dinge tun. Und sie haben sicher auch der Wissenschaft geholfen. Ja, sofern sie von Menschen angewiesen wurden. Mhm. Auf uns allein gestellt, bewegen wir uns in berechenbaren Bahnen. Das stimmt. Die größten Wissenschaftler der Geschichte, wie Einstein und Curie, meine Namensgeberin, hatten weit mehr als nur die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Das ist die Eigenschaft eines Menschen. Sie waren Genies. Diese flüchtige Inspiration ist etwas, was ich ebenfalls dringend brauche. Okay. Und wie soll das bitte gehen? Wenn ich mein Wissen über die Medizin in dieser seltsamen Welt erweitern möchte, muss ich zu einem großen Abenteuer aufbrechen. Ich muss ein Mensch werden. Ei. Zumindest so sehr ich kann. Ich muss das, was mich ausmacht, in ein menschliches Gehirn herunterladen. Ui, was? Was? Ist das überhaupt möglich? Wer weiß das schon? Hm? Vor dem Krieg wurden große Fortschritte im Bereich Wahrnehmung und Erinnerung gemacht. Es gibt doch sicher jemanden, der helfen kann. Oder uns zumindest die richtige Richtung weisen. Wenn du jemanden findest, einen Gehirnchirurgen, einen KI-Programmierer oder jemanden, der sich mit Kopfsachen auskennt, ein Friseur? Dann bring mich bitte zu ihm. Ja, vielleicht ein Friseur, der kennt sich ja mit Kopfsachen aus. Okay, zu Dr. Maria. Ohne Scheiß, ich habe hier einen Weihnachtsbaum stehen mit deinem... Ihr wollt mich da verarschen, oder? Ein Weihnachtsbaum? Das wird mein Thumbnail, glaube ich. Sieht da viel besser aus. Ein Weihnachtsbaum. Was haben die sich hier für ein abgefucktes... Dinge einfallen lassen, ey. Ja, Curie, können wir machen. Wir sind auf jeden Fall jetzt entdeckt. Ach du Scheiße. Da sind noch mehr von denen. Oh Mann, ey. Warum habe ich das doofe Gefühl, dass das schon zu der eigentlichen Aufgabe gehört und noch gar nicht... Mann, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das gar nicht hier. Ah, cool. Ach du Scheiße. wir machen jetzt mal was Gemeines. Du brauchst etwas, oder? Geh doch mal rein. Guck dir das an. Ich werde mich vorrangig darum kümmern.
Ich dachte, die gehen alle hoch. Ich dachte, ich hätte ein cooles Bild dann. Ich dachte echt, die gehen alle hoch. Badezimmerware entschärfen. Okay. Dann tut mir leid, du bist gleich wieder in Ordnung. Federn und Kupfer. Okay, ist ja cool. Hol ich mir ordentlich was. Kann wahrscheinlich gleich nichts mehr tragen, ne? Das wiegt da bestimmt was. Oh, geht so. Echt jetzt? Fiese Fallen hier ausgelegt. Hey. Willst du etwas von mir? Ja, nimm mal was hier. Machst du mir ein Geschenk? Ja, Federn und Kupfer. Kein Gold, keine Diamanten, aber bei den Kupferpreisen, ne, wirst du es ja wahrscheinlich auch zu schätzen wissen. Bist du schon tot oder was? Ah. Ja. Oh, ich hab Licht die ganze Zeit über an. Was leuchtet denn hier so fies? Ich mach mal Licht wieder an. Warum ist denn das jetzt hier oben so plötzlich so geräumig? Das kommt mir komisch. Habt ihr einen Arsch offen? Echt? Ein Raketenwerfer? Ihr habt sie doch nicht alle, oder? Und wodurch sollte der ausgelöst werden, der Raketenwerfer? War hier noch was? Durch was sollte der denn ausgelöst werden, der Raketenwerfer? Ich warte eigentlich auf meine Todfeinde. Auf zwei Minen. In Abstand von einem Well. Ich höre hier irgendwas. Tropfen oder sowas. Dead End. Leute! Sieht immer so aus, als wäre jemand nicht fertig geworden. Was dampft denn da so? Boah, ich bin gerade mal echt vorsichtig. Aha. Was ist das für eine Schnur hier? Ist das Grafikfehler oder ist das eine richtige Schnur? Und warum kommst du nicht mehr mit? Hey! Du brauchst etwas, oder? Los! Komm her! Komm mit! Und nee, folge mir einfach mal. Hey! Befehl. Ja? Nee. Komm mit. Hier muss doch noch was sein, oder? Irgendwas muss hier doch noch sein. Kommst du jetzt nicht mehr mit, oder was? Curie? Aufgepasst! Jetzt sofort? Ja, du sollst mitkommen, ne? Bleiben. Warte da. Ich warte. Komm voll schon. Hier ist so. Es sicher, oder? So sicher, dass halt mit mir sein kann, ne? Hä? Habe ich ja schon? Oder wo muss ich hin? Wow. Ja, hast dich verjagt, ne? Ach, hier unten habe ich nicht gesehen. Die Falle da. Alles klar. Ich bin immer noch im Untersuchungsmodus. Okay. Siedler, die sie hier hingerichtet haben. Die Schweine, die. Wer hat sich denn hier so ein Spiel draus gemacht, ey? Das ist ja übel. So, und eigentlich wollten wir doch eigentlich rüber auch in... Eigentlich wollten wir da doch rüber. Was ist denn das für eine doofe Ecke hier? Kann man hier nicht rein? Nee. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier geht es weiter. Der Spielchen sind noch nicht genug. Ja.
Okay. Leute. Ich finde das gerade echt sau spannend. Ich habe genug von der Stille. Ach ja. Aber nicht einfach so hektisch unterbrechen. Das tut mir auch nicht gut. Habe ich das Gefühl, dass hier gleich noch irgendwas Fettes kommt. Ich schätze, wir sollten uns aber entledigen. Ja. Ghule. Ich schieße einfach mal. Hallo, fällst du wohl um? Lässt du sie wohl in Ruhe? Okay, jetzt sind es hier Ghule. Na toll. Mal, die werden die Fallen wohl kaum überlegt haben. Okay, ist immer noch dramatische Musik. Das waren vielleicht nicht alle. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Ja, wie war. Geil. Danach solltest du die Hände waschen. Ich fasse es nicht, ey. So, mir geht die Schrotflintenmunition langsam aus. Das ist ein Problem. So, ich hoffe, hier kommen noch mehr Ghule. Wahrscheinlich schon. Dass sie hier alles deponiert haben, ist unglaublich, ey. Und ich muss auch immer wieder mit Fallen rechnen. Ein reiner Irrgarten hier. War echt cool gemacht. Da wollen wir rüber. Okay. Oh ne, hier geht's noch höher. Spielzeugrakete. Kronkorken. Keine Falle hier zu sehen. Nee. Zigarette. Oh, ey. Ich meine, so sehr ich mich über Follower freue, ne? Ich weiß nicht, wie ich dieses Geräusch wegkriegen soll. Klar, im Stream habe ich das eingerichtet, aber... Eieieiei. Das entschärfen wir hier erstmal. Das ist eine und... dann entschärfen wir den und... den Tesla-Bogen da oben und die Ware. Und mir sind hier eindeutig zu viele Fallen wieder aufgestellt. Ah ja, okay, noch einer. Nette Sache. Aber wie gesagt, wenn der Stream nicht läuft, normalerweise muss ich eine Webseite öffnen und die Webseite kümmert sich darum, dass Geräusche kommen. Wenn ich die nicht offen habe, kann da eigentlich auch nichts sein, was die abspielt. Krass, hier ist eine Falle nach der anderen, ne? Echt krass. Na, die hast du jetzt aber scharf gemacht, die Falle. Wow, drei Tesla-Bögen, die habe ich nicht gesehen hier. Ich bin ja auch nicht reingelaufen da. Ja, da war der Draht. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, den da habe ich noch nicht entschärft. Den habe ich noch nicht entschärft. Das ist ja heute hier mal eine Härteprobe, ne? Oder? So viele Fallen... heißens in 10 Folgen gehabt. Und ich bin noch in keine... Doch, in die eine Granate bin ich reingelaufen. Zugegeben. Aber okay. Wow, das lohnt sich hier aber richtig. Tür versperrt. Zieh den Riegel zurück, um die Tür zu öffnen. Alles klar. Da
Das können wir machen. Und wir gucken hier erst. Ach du Scheiße. Der Hammer, ey. Ja. Ich erlaube mir einen Cliffhanger. Also komm, das bietet sich sowas von an. Wir haben 20 Minuten. Ich weiß, ich kann sie auf 25 Minuten machen. Gönnt mir den Spaß. Ich hänge die lieber bei der nächsten Folge dran. Ihr gönnt mir den Spaß des Cliffhangers. Da machen wir einen Cliffhanger draus. Boah. Ich bin gespannt, was mich dahinter erwartet. Und ihr bestimmt auch. Krasse Sache. Okay, ich... Aufgepasst. Handel, das hab ich alles dabei. Ich handle noch mal ein bisschen mit der Dame in der Zwischenzeit und ja, sitzt mir nach. Ich weiß nicht, wenn ihr könntet, würdet ihr das wohl auch machen. Und wir sehen uns diese Folge hoffentlich wieder. Und ja, also krasse, krasse Kiste hier. Das ist, macht echt Laune. Und wer hätte das gedacht, ne? dass ich das hier derart entwickelt, finde ich sehr, er wiegt auch so viele Raketenwerfer hier, finde ich sehr interessant, absolut geil gemacht, also richtig cool. Okay, dann bis morgen, tschüss.